Hey Leute, herzlich willkommen bei Einfach Backen. Schön, habt ihr wieder eingeschaltet. Heute backen wir ein leckeres Osterbrot. Als erstes mache ich mir ein Quellstück mit den Rosinen. 100 Gramm Rosinen, 25 Gramm Rum. Das Ganze hier einweichen und zwischendurch etwas durchmischen. Zudecken und in der Küche stehen lassen. Falls du keinen Alkohol magst, dann kannst du einfach hier einen Fruchtsaft nehmen. Und hier mache ich ein Kochstück. 125 Gramm Wasser, 25 Gramm Weizenmehl Typ 550 auf den Kochherd damit. Und hier alles gut durchmischen und aufkochen. In eine Schüssel packen, zudecken und in den Kühlschrank stellen zum Auskühlen. Unser Kochstück ist ausgekühlt, in die Küchenmaschine rein, 130 Gramm Vollmilch mit dazu, 475 Gramm Weizenmehl Typ 550 gleich mit dazu. Dann habe ich hier noch 30 Gramm Sauerteig, musst du nicht zwingend dazu tun. Ich gebe eigentlich fast in jedes Rezept einfach noch ein bisschen Sauerteig mit dazu. Dann 20 Gramm Hefe. Vielleicht sagst jetzt du, das ist eine große Menge. Das ist 4% auf die Mehlmenge. Ich habe dieses Rezept getestet mit 2%, mit 1% und kein Brot kam so schön und war so lecker wie mit 4%. Wir machen trotzdem eine Stockgare von 2 Stunden, dann noch eine gute Stückgare. Die Hefe wirst du nicht rausschmecken, aber der Ofentrieb ist einfach viel, viel besser und das Brot wird viel luftiger. Darum hier 20 Gramm Hefe. Dann etwas Orangenabrieb, Zitronenabrieb, 50 Gramm gemahlene, geschälte Mandeln, 40 Gramm Hello Sweetie, alternativ Kristallzucker, ein Ei, 70 Gramm weiche Butter und 8 Gramm Salz. Küchenmaschine schließen, auf kleiner Stufe beginnen zu kneten, nach 2-3 Minuten das Tempo erhöhen und den Teig schön auskneten und zum Schluss kommen dann noch unsere Rosinen rein. Den Teig darfst du richtig kräftig kneten, etwa für 20 Minuten. Danach die eingeweichten Rosinen mit dazugeben. Und noch vorsichtig unter den Teig mischen. Sobald die Rosinen unter dem Teig sind, in ein Becken klatschen, Deckel drauf und gehen lassen. Stretchen und falten ist angesagt, den Teig von überall schön in die Mitte reinnehmen. Wunderbar. Umdrehen und weitergehen lassen. Das Osterbrot wird geformt nach 2 Stunden Stockgare. Je nachdem, wie warm das ist, reichen auch 90 Minuten. Bei mir waren es jetzt 2 Stunden. Das Brot in der Mitte runterstechen. Etwas Mehl auf den Tisch. Runde Kugel machen. Schön luftiger Teig. Das Ganze mit dem zweiten Stück auch noch. Dann auf ein Backblech mit Backpapier die Brote ganz leicht flach drücken und mit Ei bestreichen. Das war jetzt ein Osterrezept, das mir sehr gut gefallen hat, als ich es entwickelt habe. Da gibt es aber noch jede Menge andere Rezepte. Jede Region hat wieder ein eigenes oder sogar ein eigenes Ostergebäck. So, die Kugeln lasse ich jetzt noch einmal 50 bis 60 Minuten gehen und dann werden sie gebacken. Nach der Gare zweiter Anstrich für die Osterbrote. Dann einen Kreuzschnitt machen, erinnert natürlich an ein christliches Kreuz. Dann noch mit etwas Hagelzucker garnieren. Dann in einem vorgeheizten Ofen bei 220 Grad backen. Den Ofen nur auf 220 Grad vorheizen. Die Temperatur sofort auf 180 Grad reduzieren. 2 Minuten warten, Wasser aufgießen, damit Dampf entsteht. Nach 2 Minuten Ei ist angebacken, Wasser aufgießen, damit Dampf entsteht. Wieder schließen. Nach 35 bis 40 Minuten kommen die Osterbrote zum Ofen raus. Wunderbar sehen sie aus. Richtig toll. Schöner Kreuzschnitt, schöne Farbe. Richtig toll. Schön weiches Brot. Schneiden wir rein. Extrem weiche Krume.
Und innen drin kommt auch schon das wattige Innenleben zum Vorschein. Richtig toll, guck dir das mal an. Ein süßes Brot. Ich rieche hier die Orangenschalen, Zitronenschalen raus, dann natürlich die Rosinen. Dann merkt man die Mandeln auch sehr gut raus. Das Ganze in der Kombination mit dieser schönen Süße, mit der Fluffigkeit, mit der weichen, leicht schon fast karamellisierten Kruste. Richtig leckeres Brot. Ich hoffe, du wirst dieses Brot nachbacken. Daumen hoch, wenn es gefallen hat. Unbedingt einen Kommentar da lassen, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren. Bis zum nächsten Mal. Dein Marcel.